So, da bin ich auch schon wieder zurück in der nächsten Aufnahme und ja, dieses Mal sind wir jetzt gerade bei den Cave Spidern gelandet und wir sind beim Cave Spidern stehen geblieben. Ich habe die Aufnahme gerade rangehängt, also es war für mich jetzt ein Minütchen vielleicht und dann geht's auch schon wieder weiter. Jo, wir müssen das hier ein kleines bisschen ausbuddeln. Ich habe hoffentlich noch Zeug dabei mit allem drum und dran. Ich muss mir eine neue Axt erstellen. Wegen dem ganzen Holz und so hier abbauen. Ich nehme mir ganz kurz hier meine Crafting-Box. Die stelle ich da mal hin, so zur Komfortabilität. Und Melonen habe ich jetzt rausgeschmissen. Die sammle ich vielleicht wieder ein, keine Sorge. Nein, schmeißt du keine Melonen weg. Ich doch nicht. Dann Stickies, da. Und dann Eisen für eine Axt. So rum. Das für die Axt. Spitzhacke habe ich noch. Eine Schaufel bräuchte ich noch, weil die geht nämlich auch so langsam flöten hier. Deshalb ganz kurz da eine Schaufel. Gut, Spitzhacke habe ich noch ein bisschen was da und dann passt das. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann die Melonen habe ich hier eigentlich schon wieder eingesammelt gehabt. Ja, sind natürlich wieder drin. Oh nein, ich sehe eine Cave Spider. Ich sehe eine. Oh, wo ist sie? Sag mal, der Spawner davon läuft also noch. Spider? Wo? Hier war doch irgendwie gerade eine. Da ist sie. Eieieiei. Von oben. Bam. Klein und widerlich. Gut. So. Oder nicht gut. Ich muss hier ein klein wenig ausbauen, weil... Übersichtlichkeit halber und so weiter und so fort. Dass hier nicht überall noch neue Spiders spawnen. Spiders spawnen. Andersrum. So rum ist vielleicht besser. Gut, dann hier ein bisschen abbauen. Und dann mache ich so einen kleinen Raum, sodass alle Spiders, die spawnen, nach unten fallen, mit der Wasserströme in eine Richtung getrieben werden und dann an einem Punkt gesammelt werden, wo man die so schön abfarmen kann. Ich muss noch vielleicht nochmal ein Tutorial dazu schauen. Ich habe mal eins gesehen gehabt, übrigens zu dem Cave Spider Spawner, wie man das am besten machen kann. Oh, sehr verdächtig. Wow, von hinten. Oh, jetzt kommen sie von hinten. Nein. Und da ist noch eine. Ha, ich habe sie durch die Wand geschlagen. Die spawnen jetzt überall, weil die hinter den Wänden hier spawnen wahrscheinlich. Da, ja, das kann sein. Die spawnen hier. Ja, das tun sie. Wow. Ich brauche vielleicht auch mal eine Rüstung. Haha, oder vielleicht auch nicht. Eigentlich komme ich so eigentlich auch ganz gut zur Rande. Ich mache dann hier ein kleines bisschen mal die Wand weg, weil muss. Und dann muss man schauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie das, welche Höhe die fallen müssen. Vielleicht muss man da experimentieren ein bisschen, dass wir mit einem Schlag dann umnieten können. Ich mache hier einfach mal einen etwas größeren Raum, sage ich jetzt mal, draus. Decke kann ich hier entfernen, obwohl nur natürlich hier die störenden Blöcke. Und dann geht es nur noch in die Tiefe. So, das kommt auch noch weg. Einfach ein bisschen ausbauen hier. Verlaufen haben wir zum Glück nicht. Ich weiß, wo es rausgeht. Also keine Sorge, das kriegen wir auch noch hin. Und jetzt einfach ein kleines bisschen die Dinger hier abbauen. So. Ganz kurz. Der Spawner hier vorne funktioniert noch. Kommen auch immer so zu viele Spinnen raus. Und da ist auch noch eine. Zack. Hier sind noch eindeutig zu viele Spinnen unterwegs. Ach so, weil auf dem Spawner keine Fackel steht. Ah, das ist kein Wunder. So. Jetzt vielleicht ein bisschen besser. Oder vielleicht auch nicht. Muss mal kurz gucken. Einfach ausbauen. Gut, sehr schön. Zum Thema Let's Show. Ja. Kann ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Let's Show, ich weiß, ihr wartet eigentlich so ziemlich alle darauf. Ich werde öfters gefragt, wann das nächste Let's Show kommt, aber ich kann nur so sagen, jetzt bin ich gerade wieder am Arbeiten. Der Urlaub ist um. Ich habe im Urlaub ziemlich viel dran weitergebaut und die Let's Show-Welt ist jetzt aktuell, wo ich gerade aufnehme, am 8.1. relativ fertig, also so bei 86% würde ich sagen. Es müssen nur noch Details ergänzt werden und ich bin fertig. Ich habe, wie gesagt, ein kleines Rätsel für euch mit reingebaut. Also ein Labyrinth ist mit drin, wo ihr dann durchgehen könnt. Da werde ich natürlich in Let's Show dann nicht zeigen, also nicht die Lösung zeigen, wäre ein bisschen blöd. Das könnt ihr dann rausfinden, wenn ihr euch die Map runterladet. Und dann, boah. So, dann das weg. Hier vorne nochmal einfach nochmal kurz die Spinnfäden weg. Ich habe hier zu viele Spinnfäden rumfliegen. Weg. Und ich würde sagen, hier haben wir dann auch schon wieder genug Cobbles gefarmt. Dass wir nicht in der nächsten Etage ausheben müssen. Also massig Cobbles haben wir dann auch hier drin. Ach ja, zum Glück haben wir diesen Backpack da. Der spart so einiges an Platz. Wenn man mal guckt, hier haben wir jetzt die Cobbles drin. Und dann, was können wir noch rein tun? Den Sand können wir rein. Warum habe ich eigentlich Sand dabei? Kann ich es dir verraten? Strings, Iron Bars für den Nether, den wir sowieso brauchen. Die Sugar Canes brauchen wir gerade nicht. Was brauchen wir noch nicht? Was kann da mal ganz kurz weg? Fackeln brauche ich auf jeden Fall eigentlich. Kann ich mal ganz kurz hier reinsetzen. So rum. Ho brauche ich gerade nicht. Fences brauche ich gerade nicht. So, dann haben wir das voll und das Inventar ist wieder einigermaßen leer, aber es wird schon wieder platzend voll. Ich bräuchte den nächsten Backpack. Einfach weiter ausbauen. Ich wollte noch ein anderes Gesprächsthema ansprechen. Was war's denn noch?
Vielleicht zum Thema Spiele-Konsolen. Ich habe selbst keine Konsole, keine PS3, kein gar nichts, deshalb kann ich gar nichts dazu sagen. Nächstes Thema. Nee, ich habe eine PS2, aber die spiele ich gerade, oder spiele ich überhaupt nicht mehr eigentlich. Die schon seit Jahren bei meinem kleinen Bruder im Zimmer, so rum, benutze ich gar nicht mehr, brauche ich gar nicht mehr und... ich habe mal gespielt, jo. PS war eigentlich ganz in Ordnung. Ich hab aber noch nie vergleichsweise eine Xbox gespielt, also kann ich nicht sagen, wie eine Xbox ist, ne? So ist es ja auch nicht. Kenne ich mich leider nicht mit aus. Da müsste jemand anders fragen. Wow, Alarm, Alarm, Alarm. Ich glaube, es hackt hier. Drei Spinnen auf einmal und... Oh nein, das wird eng, das wird eng. Meine Leben. Wo ist sie? War's da schon? Ich hoffe es mal. Nein, da oben ist noch einer. Bam, erwischt. Heieiei, holy shit. Muss man kurz das Essen, damit die Leben wieder voll werden. Also hier drin geht's echt ab, muss ich sagen. Hier geht's echt ab. Bisschen ausbauen, die Spawner hier. Wenn man noch weiter hintergeht, dann ist da noch ein dritter Spawner. Dann kann man eine übelste EP-Farm machen, wenn da noch ein Spawner ist. Ich glaube, demnächst müsste ich auch mal ein Tutorial machen zu einer EP-Farm im Nether. Eine Blaze-Farm. Das wäre auch mal eine Option. Da kann man sehen, da ist eine Spinne. Kann ich auch von da schon schlagen. Na, yay. Jetzt kommt sie. Nein, mehrere Spinnen. Nein, ich habe jetzt die Fackel vom Spawner entfernt. Wow. Also, ich glaube, ich müsste vielleicht doch baldigst mal eine Rüstung machen. Oh, ein Zombie. Eine Zombie. Wo habe ich das Schwert? Da habe ich das Schwert. Und bam. Gegen Kopf. Oh, 4 Schläge. Muss man ein bisschen springen. Dann gibt es Crit-Treffer. Ist vielleicht besser. Muss aber mal gucken, wie weit ich die Waffen dann enchante. Also auf welcher Stufe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für eine Waffe... Oh, hinter mir. Jami, ich treffe jetzt die scheiß Spinne nicht mehr. Ob ich jetzt eine Spitzhacke enchanten sollte für mehrere Drops. Also man kann die ja auch... Oder ich sag mal so, es kommt aufs Glück an. Je nachdem, mit was man am Ende rausbekommt beim Enchanten. Es kann sein, dass man hier rausbekommt bei einer Spitzhacke zum Beispiel, dass man entweder mehr bekommt, also mehr Kohle, wenn man einen Flöß abbaut, also einen Block Kohle abbaut, dass man da mehr Kohle Klötzchen rausbekommt als normal, oder dass bei Diamanten, dass man mehr rausbekommt als normal, aber ich glaube, im normalen Bereich ist das auch gar nicht so effektiv, sondern nur, wenn man so ein bisschen cheatet, aber das mache ich in jedem Fall nicht. Bei Schwertern ist, glaube ich, am nützlichsten, da hat man entweder noch einen mehr Schadenaspekt oder Rückstoß hat man mit drin, also Sharpness zum Beispiel für Schärfe und alles mögliche. Okay, muss man mal schauen, wie wir das dann anstellen werden. Aber hier, da sind Spawn und da sind Spawn. Das ist sau nah zusammen. Ich würde sagen, hier ist so eine Fläche, die laufen dann nach vorne zusammen. Hier läuft die andere zusammen. Die fallen dann alle hier in einen Tunnel, der so nach hier in die Richtung dann fließt. Und dann, okay. Ich muss ein bisschen gucken, ein bisschen basteln. Ich habe es bisher noch nie gebaut, so eine Farm. Es ist auch immer situationsabhängig, wo jetzt gerade die Spawner stehen, aber... Die scheinen wohl hier doch sehr günstig zu stehen. Ein bisschen weiter ausbauen. Ich würde sagen, ich gehe mir so ein paar Blöcke in diese Richtung hier. Ich habe immer noch Höhlenspinnen. Wo sind die Viecher eigentlich? Irgendwo hier müssen die jetzt rumgeistern. Ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich wieder hier hinter der Mauer. Achtung. Da dahinter. Na? Yay, da sind sie doch. Oh, 3 auf einmal, zu viele auf einmal. Ich bin im Spinnennetz drin. Oh, jetzt wird's eng. Okay. Und hier unten sind Pilze. Und hier geht es noch tiefer nach unten. Na klar. Oh, Höhlenspinne. Ja, die spawnen immer noch da hinten, weil jetzt irgendwie... hier noch kein Licht ist. Ich muss ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen, wenn man das mal so sagen kann. Abbauen. Guck hier, wenn man jetzt mal abbaut, dann kommen hier ein Kohle raus. Nur ein Kohle? Kommt nicht immer mehr raus? Ein Kohle... Ne, kommt nur ein Kohle raus. Das haben mehr Kohle, sonst das 2 pro Flöß rauskommen, so eine Art Kohleflöß. Das gibt's, oder ich hab's mal gesehen, da hat jemand gecheatet, so Level 200, so eine Waffe enchanted, da hat er einen Block Lapis dazu, die abgebaut, und das ganze Spiel hat gehangen, weil so viele Items rausgeploppt sind von einem Block. Aber ist natürlich im normalen Spiel nicht realisierbar. Jo, ich muss halt erstmal jetzt die Farm hier bauen, und dann kann man übelst sich die EP zuholen. Das heißt, da werde ich mich mal vielleicht mal hinstellen, so für eine Stunde oder so, oder zwei, Minecraft laufen lassen. Oh, das hat sich gerade nach Skelett irgendwo angehört. Nein, nach Spinne und Skelett. Und dann ordentlich farmen. Muss mal ein kleines bisschen vorarbeiten. Da ist noch eine Kiste. Habe ich die schon geholt eigentlich? Na. Nein, habe ich nicht geholt. Rails mit Brot. Eieiei, holy shit. Die Kisten sind hier. Da hinten sehe ich Lava. Okay, ich dachte gerade schon, was es ist. So, Decken ein kleines bisschen noch weiter ausbauen. 3 hoch und dann nur noch in die Tiefe.
dann Wasserströme anlegen, sodass alles zusammenfließt, die Spinnen gut abtransportiert werden. Aber man muss dafür sorgen, dass man noch in einer gewissen Nähe ist. Also man darf nicht zu weit entfernt sein. 15 Blöcke muss man, glaube ich, dran sein, dass die Spawner noch funktionieren. Also dass da noch Monster kommen. Okay, da muss ich ein bisschen gucken, ein bisschen basteln und das kriegen wir alles noch hin. Wird halt jetzt ein kleines... Wo kommen jetzt diese Spinnen schon wieder her? Wo kommst du her? Habe ich noch nicht gut genug ausgeleuchtet? Das Problem ist halt, bei mir ist jetzt der Prozess schon hoch, also das wegen Gamebuchs alles so wunderbar hell. Ich kann jetzt kaum hier irgendwie was Dunkles erkennen. Ich weiß nicht, wo ich Fackeln setzen muss. Komm, das bauen wir auch noch mit ab. Abbauen, abbauen, abbauen. Wenn, kommen sie hier noch her. Geil wäre jetzt hier noch ein Spawner. Ich gehe mal ganz kurz hier lang, ich gehe gleich wieder zurück. Oh, ein Zombie. Zombie. Jo, komm hier. Und da geht's auch wieder weiter. Und hier würde es auch wieder weitergehen. Ach jo, zu weit, zu weit. Ist eindeutig zu groß hier, das Ganze. Ich muss noch eines erwähnen. Ich habe einen Creative Mode, war ich ja hier drin, habe ein bisschen geschaut wegen Netherfestung und so. Und ich habe da mal einen kleinen Trick angewandt, wo man durch Wände schauen kann. Das müsste ich vielleicht mal im Tutorial vorstellen. Es gibt wieder einen Trick, wo man durch Wände schauen kann. Nicht das mit dem Gravel, wenn er auf einen runterfällt, sondern ich muss zurückgehen. Ich habe hier zu viel drin. Ich bin jetzt gerade hier am Bauen, da muss ich das Backpack ein bisschen leeren. Ich habe kaum Platz noch. Kann ich erklären. Und zwar braucht man dafür TNT ein bisschen was, lässt ihn sich reindrücken. Da kann man wieder durch Wände durchschauen. Habe ich mal gemacht und ich habe mal geguckt unter dem ganzen Gebiet, wo ich jetzt gerade so spiele. Alles voller Minenschächte. Alles. Komplett eingebettet in Minenschächte. Die sind so endlos. Also ich bin natürlich nicht lang gelaufen. Ich habe gesehen, wir waren ja schon mal in Minenschächten drin, ein paar Folgen. Aber das sind so viele Minenschächten, wir haben noch nicht mal einen kleinen Teil davon erkundet, sind aber da hier 5-6 Folgen drin rumgeeiert. Die gesamte Map oder alles, was ihr hier so unter der Erde seht, unter den Pilzhäusern ist alles voll, unter dem, ist eigentlich Tag gerade? Ja, ist Tag. Unter dem, Dingen sind, nein, ich muss nach unten, hier unten ist ja mein Lager. Und unter der Raststätte, unter dem Netherportal, alles voller Minenschächte. Die ganze Map ist hier durchzogen mit Minenschächten bei mir. Das ist echt der Wahnsinn, das kann man gar nicht alles erkunden. Okay, so, dann, hier muss man ein bisschen, nee, da nicht, Zeug ablegen. Da koppel, und, Kleinscheiß kommt hier drüben rein. Gravel, Zombiefleisch, Zuckerrohr, Seeds brauche ich gerade auch nicht, die Rails kommen raus, Spider-Eis. Boah, was noch? Strings auf jeden Fall. Schaufel, nee, behalte ich, Seeds brauche ich dort, Kohle tue ich mal raus, weil das brauche ich eventuell gleich wieder für die Plantage oben. Für unsere Getreidefarm. Dann. Boah. Wood, nee, behalte ich mal. Knochen tue ich mal raus. Brauche ich echt gerade nicht. Ich habe kaum Hunde gesehen seit neuestem mehr. Dann Backpack öffnen und die ganzen Cobbles doch wieder raus. Und ich habe schon alles eingepackt für den Nether. Aber so wie es aussieht, dauert das noch ein kleines Weilchen, bis wir überhaupt da reinstiefeln können. Deshalb muss das Ganze erstmal jetzt weg. So, weg. Nein, nicht das. Weg. Zack. Und das. So, dann, okay, hätten wir das auch schon geschafft in diesem Falle. Werkzeuge, Eisen, habe ich soweit alles hier dabei. Ich könnte Raw Beef mal ein bisschen teilen, da rein tun. Oder besser noch, ich heize es mal durch den Ofen durch. Für 45 brauchen wir ein klein wenig. So um den Dreh etwa an Kohle. Und dann habe ich einen Ofen hier. Ich habe keinen Ofen hier. Habe ich hier keinen Ofen? Habe ich wieder rausgemacht? Ja, dann habe ich wieder entfernt. So. Und den Ofen, den stelle ich mal hier drüben hin am besten. So rum. Hau ich mal ganz kurz das Kohle rein und das Raw Beef rein. Dann wird mal ein bisschen Schnitzel gegrillt. Jetzt wird gerade hier mal geschnitzelt oder gesteakt eine Runde. Und dann würde ich sagen, mit einem Blick auf die Uhr ist die Folge fast voll. Da kann ich nicht viel machen. Ich würde höchstens noch ein Stück zurückgehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Kurz gucken, habe ich noch alles dabei? Schaufel, Äxte, Dingensen, Seit brauche ich eigentlich nicht mehr so viel. Ganz genau mal Backpack reinschauen. Ja, passt, Rings halt, aber puh, was soll's. Okay, dann kann ich wieder nach oben gehen. Ich gehe wieder zurück und dann müsste ich den nächsten Aufnahmestopp machen, weil die Folge leider voll ist. Kann ich nichts machen. Länger uploaden. Oder längere Folge könnte ich theoretisch machen, das ist klar, aber bei den anderen Projekten, die ich habe, wird das mit dem Uploaden wieder zu lange dauern. Ich weiß nicht, ob Lux Perpedua noch läuft oder ob das schon fertig ist. Ich habe keine Ahnung, wann die Folge hochgeladen wird. Keine Ahnung, ich habe sehr viel vorproduziert. 8.1. wie gesagt, gerade. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Ob die Folgen mit 3L Play mittlerweile laufen, das muss ich auch nochmal gucken. Wie gesagt, wir haben Probleme mit Aufnehmen und Ach und Krach und hier und da, wir müssen so viel kümmern.
Ich bin demnächst auch noch eine Woche auf Seminar und dann weiß ich nicht, ob das dann hier so geregelt kommt. Da werde ich das wieder runterfahren, allerdings die Videos auf automatisch veröffentlichen, also das kaum eigentlich Einbußen sind. Die Folgen werden noch kommen ohne Wenn und Aber. Hier ist noch ein Skelett. Das kloppe ich gerade mal weg, leuchte noch ein kleines bisschen aus und dann beende ich die Folge an dieser Stelle. So, hier müsste ich theoretisch nochmal... Ach, hier geht's noch nach oben weiter. Ach, komm. Hör mir auf. Das baue ich gerade mal schnell ab hier. Special-Folge. Wir haben über 15 Minuten. Okay, nee, das habe ich in anderen auch schon gehabt. 15, 25 so um den Dreh, irgendwas so. 15,5 haben wir gerade. Fackel setzen und dann würde ich sagen, ich mache kurz einen klitzekleinen Aufnahmestopp. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und auf Wiedersehen.